Gestern Nacht ereignete sich an der innerdeutschen Grenze ein Zwischenfall in bisher nicht dagewesenen Ausmaßen. Gegen 1 Uhr morgens überquerten Teile der NVA die Grenze zur Bundesrepublik zwischen Uelzen und Helmstedt. Aufgrund der räumlichen Begrenzung wurde der Verteidigungsfall nicht ausgerufen. Nach vorläufigen Erkenntnissen geschah diese Überschreitung auf eigenmächtigen Befehl eines Obersts der NVA, über dessen Motive zurzeit nur spekuliert werden kann. Das ZK der DDR gab hierzu bisher keine Stellungnahme ab. Um ca. 4 Uhr morgens entgegnete diesem Übertritt der NVA die Bundeswehr mit Kräften aus dem nahegelegenen Braunschweig. Kämpfe zwischen der Bundeswehr und der NVA hielten bis ungefähr 3 Uhr nachmittags an. Das Einschreiten der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in der DDR unter Androhung eines militärischen Notstandes brachte der Auseinandersetzung ein schnelles Ende. So konnte eine weiterführende Eskalation vermieden werden. Eine Sondersitzung im UN-Sicherheitsrat ist für morgen früh Ortszeit geplant. Das nach dieser Überraschung entstandene Chaos ermöglichte es Truppen der DDR, ca. 20 Kilometer weit bis kurz vor Braunschweig vorzustoßen. Wolfsburg geriet für einige Stunden komplett unter die Kontrolle der NVA. Laut Werksleitung wird es einige Wochen dauern, die Produktion wieder auf Sollniveau zu bringen. Noch ist das gesamte Ausmaß der Schäden unbekannt. Die Bundeswehr spricht jedoch von über 100 gefallenen Soldaten. NATO-Partner USA und Frankreich, welche sich in dem Gebiet befinden, haben bisher keine Verlustmeldungen bekannt gemacht. Die Bundesautobahn 2 ist bis auf Weiteres gesperrt. Das erste Fernsehen bringt zu diesem Vorfall im Anschluss eine Sondersendung. Das war überraschend cool gemacht. Oh. Scheiße. Scheiße, scheiße. Okay, wir sind noch auf NVA-Gebiet. Wir sind wieder unser westdeutscher Soldat. Wir lassen. Oh, wir haben noch eine Rakete. Nehmen wir die wohl doch mit. Ich will eigentlich nicht ganz so viel mit mir rumschleppen. Wenn das jetzt überhaupt noch wichtig ist, weiß ich nicht. Kommt bitte mal in den Rucksack. Dann haben wir wenigstens eine Waffe. Ja, wir sind wieder hier unser Soldat, der beim Artillerieanschlag gefallen ist. Halt, hat er eine Karte? Nein. Okay, wir haben weder Karte noch Kompass. Haben wir eine Uhr? Und keine Uhr? Und das Sonnenuntergang war. Sonne geht im Westen unter, also etwa da. Das hängen wir jetzt hier noch ran, ist die Folge nicht so kurz. Die Nachrichten waren aber echt interessant, das heißt, es war kein Angriff der DDR, sondern halt im Prinzip ein Oberst hat sich, laut den Angaben der Nachrichten, über alles hinweggesetzt und hat seinen Teil der Armee halt mobilisiert und, Moment, wartet mal, wenn die Sonne untergeht, dann ist da Westen, da wo wir hier noch so ein bisschen Licht einbauen haben. Problem ist aber, die Russen sind hier, die NVA ist hier und wir sollten wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Okay, Audiokontakt.
Artillerieeinschläge oder sowas? Oder ist es so ein Aufgang? Hoffe jetzt mal nicht. Haben wir doch noch unsere Zeit mit dem MG3. Ja, aber da, wo Artillerieeinschläge sind, müssten ja auch unsere Leute in der Nähe sein. Eine Straße. Folgen wir nicht der Straße. Ich weiß nicht, wer sich hier umher bewegt. Das Ziel ist nur wieder Richtung Grenze und vielleicht auf Leute von uns zu stoßen. Oder so schnell wie möglich rüberzukommen. Karte haben wir nicht. Außer ich habe es übersehen, dass da vielleicht nur eine andere Leiche in der Karte lag. So grob Westen, ne? Und wir haben nicht viel Ausrüstung. Wir haben unser MG mit zwei Gurten. Wir haben eine P1 mit einem Magazin. Und eine Panzerfaust mit einem Schuss. Haben wir eigentlich einen Auftrag oder sowas? Den Westen erreichen. Lassen Sie das Gebiet der DDR und erreichen Sie verbündete Einheiten. Der Feind reagiert extrem empfindlich auf Schüsse. Wird sie anhand dieser Geräusche verfolgen. Nutzen Sie die Ablenkung als Vorteil. Übernehmen Sie Fahrzeuge der Zivilbevölkerung nur, wenn Sie es wirklich müssen. Drohen Sie dem Fahrer mit Ihrer Waffe. Warnschüsse nur als letztes Mittel. Verletzen Sie die Bevölkerung auf keinen Fall. Alles klar. Ich weiß, ich habe halt nicht mal mehr im Kopf, wo wir waren. Da vorne ist eine Straße, die grob Richtung, oder so ein Feldweg, der die grob Richtung Westen führt. Der Punkt ist ja der, gut, mein Soldat weiß davon jetzt nichts, aber angesichts dessen, dass wir in der DDR sind, wäre, glaube ich, fast der schlauere Punkt, sich zu ergeben. Also es wäre nicht ganz so schlimm, sich Gefangenen zu nehmen, sage ich mal. Man könnte dann hoffen, dass die halt Geiseln austauschen, man nicht ewig in irgendeiner Zelle verrottet. Wenn die Russen natürlich vor Ort sind, kann das Ganze ein bisschen anders aussehen. Ja, wir gucken mal. Es kann sein, dass es hier noch eine Weile geht. Ich hätte gerne einen Cut gemacht, aber wir waren ja leider nicht nochmal auf dem Map-Screen. Vielleicht mache ich auch einen Cut, dann könnt ihr euch euren Teil denken. Ich glaube aber, das ist Sonnenuntergang. Ja, wenn nicht, bin ich eh ge... Ja. Ne? Und so. Das Problem ist halt, ich kenne halt auch nicht so viele Städtenamen. Ich habe selbst die vergessen, durch die wir uns durchgekämpft haben. Das heißt, selbst wenn ich ein Straßenschild jetzt finden würde, ich habe doch keine Ahnung. Aber wie man einen Schritt nach dem anderen. Ich glaube, das dauert hier eine Weile.
Dass wir nicht mal mehr eine Uhr haben, ne? Ja, weil wenn ich eine Uhr hätte, könnte ich wenigstens die Uhrzeit bestimmen. Aber das sieht hier nicht nach morgens aus. Ich glaube, die Sonne geht auch unter, ne? Also. Ich glaube, es wird auch langsam dunkler. Ist natürlich von Vorteil. Denn die Dunkelheit ist unser Freund. Weit waren wir denn von der Grenze weg? Wir sind... waren da im Süden bei diesem vorgeschobenen Außenposten. Und der war meinetwegen... ein Viertel der Map oder so von der Grenze entfernt. Also schätzungsweise, wir sagen mal, gute Frage, irgendwas zwischen 5 und 10 Kilometern. Da vorne endet gleich der Wald und da vorne ist auch noch... Patrouille der NVA, ja. Die ich dem Lack fast reingelatscht bin. Ortschaft. Den Auto. So, ohne Auto wird das nichts, glaube ich. Das einzige Problem, was wir haben, wenn wir uns ein Auto holen, müssen natürlich echt vorausschauend fahren, ne, damit wir halt nicht in... Okay. Alter Schwede, ey, das kann ja was werden. Problem war das Infanterie oder war das ein Fahrzeug? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur das Mündungsfeuer gesehen. Auf jeden Fall ein Fahrzeug da in der Ortschaft gesehen. Einzige Problem, was wir haben hinter uns, war auch eine Patrouille, nicht, dass die jetzt herkommt.
Okay, da ist der Wagen. Noch heil. Keinen kaputten Reifen. Die Karte und Kompass. Kompass? Eine Karte. Okay, aber unser Guest war richtig, in die Richtung ist Westen. Wir speichern einmal, weil wir sind in der Ortschaft angekommen. Das hat gefühlt ewig gedauert. Wir mit euch reden zufällig. Nee, höchstens behandeln. Tut mir leid, aber ist er im Haus oder was? Fernglas. Okay, ich bin zu schwer beladen. Ganz ehrlich, die Panzerfaust muss weg. Das MG behalten wir, weil das gibt uns wenigstens ein bisschen Feuervorteil. Und die P8 behalten wir auch. Die P1, P8.
Wir bewegen uns hier die Straße diesmal runter. Gedockt. Oh, wenn wir ein Repair-Kit finden, können wir natürlich das Auto klar machen. Aber auch nur dann. Seid ihr denn hier? Zu Fuß oder was? Nehmt auch einen LKW. Ich muss drunter halten. Ah, meine Güte, ich habe halt keine Ahnung, wie weit ich von der Grenze entfernt bin. Ich muss die looten, in der Hoffnung, eine Karte zu finden. Oder wenn wir jetzt nochmal ein Fernglas finden, nehme ich es ja, auch mit. Ja, perfekt. Ja, nicht perfekt, aber... Okay, wir haben einen Kompass. Brücke. Ein kaputter M113. Okay, wir speichern mal wieder, weil wir aus dem Dorf... Okay, das könnte echt eine Weile dauern. Also ich denke mal, ich werde jetzt einen extra Part packen, auch wenn der letzte ein bisschen kurz ist, aber... Da ist ein Auto an der Brücke gewesen, es ist gerade runter. Was tut es da?
Es ist ein BRDM. Es ist ein verfluchter BRDM. Den kriege ich nicht gekapert, aber ein Auto hätte mir eh nichts gebracht, weil die Brücke kaputt ist. Okay, wir überqueren den Fluss ein bisschen westlich oder wir folgen dem Fluss. Ja, der Fluss führt nach Westen. Wir waren circa mittig auf der Karte. LKW? Ist der voll besetzt? Oh, Junge! Achso, wie spät ist das? Geht hier... Der 11. Montag. Was hatten wir denn nochmal? April oder so, ne? Das heißt, ich habe nicht mehr viel Sonnenlicht. Und Nachtsicht logischerweise auch nicht. Oh, gut, aber ich sag mal so, wenn... Eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn der Fluss Richtung Westen führt und vielleicht auch durch die Grenze. Hat NVA-Scharfschützen oder was war das jetzt? Im Dorf treffen nicht mal einen Stein und ich, okay. Also das ist der Wald. Wir laufen jetzt hier direkt nach Westen. Wir beschäftigen uns mit den komischen BRDM und so weiter da gar nicht, sondern wir machen hier einfach wirklich den Cut nach Westen. Wer fällt ein? Und dann durch den Wald. In der Hoffnung, nicht wie in der einen Mission alle 50 Meter auf eine Patrouille zu treffen. Also gegen sowas wie ein BRDM oder halt ein BMP bin ich halt komplett aufgeschmissen. Also... Also in echt würde ich mich da vorne die Baumreihe oder diese Buschreihe lang bewegen bis in den Wald. Hier, wir versuchen es jetzt mit dem Fluss. Also nicht mit dem Fluss direkt, aber wir bleiben so ein bisschen rechtsseits von dem die ganze Zeit. Wir wissen ja, dass da vorne auf jeden Fall Leute patrouillieren.
Wenn ich ehrlich bin, will ich aber kein Gefecht mit denen haben. Ich stark davon aus, dass wenn das hier wirklich so eine Escape-Mission ist, dass halt die Feinde wirklich darauf reagieren werden, was ich mache. Das heißt, wenn ich hier Lärm mache, habe ich wahrscheinlich eine Patrouille am Arsch. Jetzt so gerne eine Karte, ey. Ich bin ja schon glücklich, den Fernglas zu haben. Und halt einen Kompass. Ohne Kompass wäre es abenteuerlich geworden, weil dann hätte ich, wäre ich halt die ganze Zeit in eine Richtung gerannt, grob. Und hätte gehofft, dass Westen wäre. Und insbesondere jetzt. Habe ich noch einen an? Ja, doch, da ist ein bisschen rötlich. Also da hinten ist irgendwo Sonnenuntergang. Aber genau weiß ich es nicht. Ja, und der spaßige Teil kommt ja erst noch. Die Grenze. Der einzige Vorteil ist, wenn ich die Grenze sehe, weiß ich, ich bin richtig und kann mir überlegen, wo ich die übertrete. Das ist der Fluss. Ja. Aber der geht leider nicht nach Westen. Wir überqueren den Fluss, folgen dem dann ein Stück nach Norden. Um zu gucken, ob der nicht doch nach Westen führt. Aber wie gesagt, ich halte das weiterhin, wenn ich. Ich weiß leider nicht, ob der Fluss an einer Stelle irgendwie über die Mauer oder über die Grenze fließt. Aber ich halte es immer noch als Schwachstelle und eventuell kann man das ausnutzen. Oh, da vorne ist. Der geht da wieder nach links, aber ich weiß nicht, ob der straight nach Westen geht. Ich glaube nicht. Nee. Ja, obwohl. Gar nicht mal so verkehrt. Finde schon wieder so komische Zaunpfähle. Könnte aber auch eine Straße sein. Vorne hört der Wald auf. Das heißt, wir haben eine Chance. Also drücken wir die Daumen, dass sobald wir die Freifläche da. Scheiße.
den Gebäude. Wenn mich jetzt fragt, warum, erstens, warum ist offene Map? Zweitens, habe ich keine Lust, die im Rücken zu haben, natürlich keine Map. Ich bin verwirrt. Boah, aber das wäre ein Träumchen. Ein schöner LKW. Weiß, der ist voll besetzt, aber wenn ich vorher durchlad, mich positioniere und die einfach durchsäbel. Probieren das nochmal. Zwar nicht die beste Art, aber... Oh, also nee, kannst vergessen, die schießen einfach durch das Zeug durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich die killen soll, also. Nee. Die müssen wir irgendwie umgehen. Also ja, Trick 17 ist nicht auf die Typen hier vorne zu schießen. Aber das Problem ist halt, hier ist so viel los. Selbst wenn ich die nicht töte... Hier vorne sind doch gleich die nächsten. Außer ich treffe den LKW unalarmiert.
Ja, das ist jetzt schon eher Südwesten wieder. Ah, I see. Ja, das ist ja nicht so cool. Meine Vermutung? Irgendwo hier an dem Wald. Also hier an. Irgendwo hier hinten, hinter mir, ist ein Spawn. Und wenn ich im Wald Lärm mache, spawnt da ein Fahrzeug. Okay, das dauert jetzt. Na? Okay. Also, das war verrückt. Aber es hat geklappt. Das reicht. Da hinten war noch zwei, deshalb bin ich hingekrochen. Moment. Das ist ein Grenzzugang. Wir können durchbrechen. Okay, Vollgas. Hier geht's zur Grenze. Sehr geehrte. Scheiße. Da ist die Mauer. Hier, wir sind im Grenzgebiet. Wenn wir jetzt mit der RPG hinterher schießen, habe ich ein Problem. Also dann ist Land unter. Immer gern Westen. Ich glaube, hier kommt irgendwann noch die zweite Mauer und die wird tricky. Weil wir sind jetzt nur, ich glaube, hinter diesem ersten Grenzstreifen.
Er ist besetzt. Ist hier ein Fluss? Kann nicht wahr sein. Brücke. Da ist eine Brücke. Ist ein Grenzübergang, glaube ich. Zumindest eine Einfahrt in die Grenze. Ja. Okay, wir fahren jetzt gen Süden. Die Grenzmauer runter, bis wir einen Durchbruch finden. Also eine Möglichkeit. Da vorne, oder? Hier jetzt rechts? Nee. Ja, das ist besser, das Ding zählt als Straße. Halt! Ja, komm schon mal in Ural und... Der Westen! Wir sind drüben! Wir sind durch, glaube ich. Jetzt müssen wir nur noch eine Ortschaft finden mit eigenen Truppen, glaube ich. Oder? Nein, es reicht. Ja, und damit sind wir am Ende von State Scarlet. Ja, zugegebenermaßen, ich fand das Ende gut. Wir haben die Republikflucht geschafft, wurden dann von einem patrouillefahrenden Polizeibeamten aufgelesen. Der hat uns bei den Feldjägern abgegeben und die werden uns wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen verhören, was da so passiert ist. Und ich freue mich, dass unser
unser Hauptprotagonist es doch überlebt hat. Ich dachte wirklich, sie haben ihn sterben lassen. Ich kannte leider den Namen des letzten Abschnitts schon vorher. Aber bis, ich sag mal, zur letzten Mission war mir natürlich nicht klar, ob nicht vielleicht auch der Panzerkommandant gemeint ist. Na, also, hätte ja alles sein können. Ja, gut. Aber dann sind wir durch mit der Global Mobilization Kampagne. Es gibt hier natürlich noch so viele andere Kampagnen von Arma 3. Manche davon sehr gut, manche eher ein bisschen anstrengend, aber ich finde, man kann die meisten spielen. Ich bin kein Fan von der Hauptkampagne, ehrlich gesagt, weil die sehr, wie soll ich sagen, die Hauptkampagne ist sehr lang und sie ist so lang, dass sie für mich unangenehm wurde, vor allem mit Arma und dann stirbt man immer mehr gerne. Aber egal, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Leuten, die bis zum Ende hier zugeschaut haben. Und hoffe, wir sehen uns natürlich auch in Zukunft nochmal wieder. Lasst Kritik gerne in den Kommentaren, lasst ein Like da, lasst vielleicht auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Fangt keinen Krieg innerhalb von Deutschland an. Auch außerhalb nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.